Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit Metro Exodus, mit einer verstrahlten Folge. Haha. Wie wir sehen, sind wir jetzt raus aus der Wüste. Gott sei Dank. Und jetzt geht's weiter durch die Taiga. Wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Aurora, bitte komm! Die Aufklärung! Hört ihr mich? Ende! Aurora hier! Ich höre euch laut und deutlich! Ende! Herr Oberst! Diese Strecke wird die Aurora nicht tragen! Nehmen Sie die Hauptstrecke! Ende! Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem steht der Plan! Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Freut mich zu hören. Weitermachen. Aurora, Ende und aus. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Nimm zum Beispiel die Kirche. Ah, Scheiße! Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Verdammt, eingebrochen, abgestürzt. Geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Okay, wer war das? Olga. Olga, mach's noch auf. Oh, hier, gucke. Okay, das fängt ja schon mal gut an, ne? Unser Rucksack ist weg. Alles weg. Toll. Prima. Naja, gut. Schauen wir uns erstmal hier um. Wo sind wir jetzt überhaupt? Irgendwo in der Taiga, das ist klar. Irgendwo im Nirgendwo. Ach du Scheiße. Ah, okay. Unsere Karte haben wir wenigstens noch. Das ist schon mal viel wert. Da zum Kreuz müssen wir. Okidoki. Komm ich hier hoch irgendwie?
Nee. Komm ich hier irgendwie lang? Auch nicht, oder? Doch, hier kommen wir rüber. Cool. Durchs Schilf. Aber irgendwie weiter kommen wir hier doch nicht. Ah, shit. Ah, toll. Moment. Ach, hier können wir hoch. Okay. Gehen wir doch mal gucken, wo wir hier sind, wo wir hier hinkommen. Oh, was hat er da auf dem Rücken? Cool. Eine Armbrust. Very nice. Okay, aber keine Munition. Okay. Irgendeine Statue. Okay, hier sind Gebäude. Schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Wir haben ja gar nichts. Und ganz wichtig, wir müssen unseren Rucksack wiederfinden. Ne? Unbedingt. Okay, ja, so ein bisschen Ressourcen. Was haben wir hier noch? Oh, Spinnen, das war klar. Wie geht? Ne, Licht wollte ich nicht. Das Feuerzeug. Alles voller Spinnweben hier. Alles schon verlassen, schon Ewigkeiten verlassen hier. Bäh. Kitty, 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 kitty. Okay. Oh, was haben wir hier? Noch mehr Ressourcen. Alles einsammeln. Genauestens umschauen. Ui, hier. Fitnesstrainerin. Hehe. Okay, oh, was haben wir hier? Eine Karte? Eine Burg? Eine Ruine? Nein, eine Ruine war das nicht. Eine Burg? Okay. Okay, 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 Freunde. Schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Ist war hier noch irgendwas? Nö. Oder? Nö. Alles klar. Hier geht's auch noch rein. Ressourcen, Ressourcen. Wir müssen sammeln. Wir haben gar nichts. Feuerzeug mal wieder anmachen. Alter, was hängt denn da? Dasselbe wird euch allen passieren. Okay. Plünderer. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Was ist da hier eben was angezeigt? Da. Okay, nehmen wir auch mit. Hier runtergekommen. Ih, guck dich das mal an. Der hängt ja auch schon länger rum. Oh, Munition. Zwei Pfeile. Das ist gut. Halt, was haben wir hier? Auch mitnehmen. Uralter Röhrenfernseher. Acht Schuss. Cool, haben wir jetzt 10. Oh. Bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen. Ah, nee, wo ist jetzt der Pfeil hin? Da. Okay, nehmen wir uns wieder auf. Alles klar, okay, die Pfeile können wir also wieder aufheben. Alter. Was ist das hier? Ein Backofen? Haben sie da Brot drin gebacken? Eieieiei. Halleluja. 1986. Neues. Mach die Geräusche, ey, Alter. Okay. Wo geht's hier hin? Halt, was war das? Ein Buch. Zettel am Pfeil. Dies Territorium gehört den Brüdern der Küste. Verschwinde, sonst bezahlst du das mit deinem Leben. Wie die anderen. Tod den Eindringlingen. Okay. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Schöne Willkommensnachricht. Na toll. Also lungert hier doch irgendwer rum. Ich höre was.
Ein Kilometer. Kinderlager? Hallo? Wer macht Witze, oder? Warte mal, gehen wir mal da lang, wo die Stimmen herkommen. Davon ist doch jemand. Kann ich den Pfeil wieder rausziehen? Jo, es geht. Ein Wolf oder was? Alter. Jawohl, da haben wir das Blut abgeschmiert, abgewischt. Ja, Moment. Ja, ist klar, ich komme doch, warte. Befreie dich doch, Bruder. Ich schulde dir was. Das werde ich dir nie vergessen. Ich schwöre. Diese Füchtenficker haben mich hier einfach wie die Wölfe zurückgelassen. Ich kenne dich gar nicht. Aus welcher Hütte bist du? Echt schicke Ausrüstung. Jedenfalls solltest du da nicht allein hingehen. Ich hab's probiert und du weißt, was passiert ist. Diese Miststücke verstecken sich wie verdammte Eidechsen. Ich hatte einen Weg hineingefunden und war schon auf dem Rückweg, als die Mistdinger mich ansprangen. Ach, Scheiße! Beide Beine eingeschlafen. Ich kann gerade nicht gehen. Ich warte hier, bis sie aufwachen und hol dann die Jungs. Jetzt haben wir eine gute Chance, diese Waldscheißer zu erledigen. Wir werden sie komplett in Stücke reißen. Sag mal, von welcher Hütte bist du eigentlich? Ich dachte, ich würde alle kennen. Bist du überhaupt aus unserem Land? Nee, das geht dich nichts an, wo ich herkomme. Naja, auch wenn du keiner von uns bist, stehe ich trotzdem in deiner Schuld. Danke, Mann. Ehrensache, Bruder. Okay. Hier sollen wir rüber. Okay. Oh, ganz vorsichtig. Vorsichtig. Bloß nicht runtergucken. Oh, shit, Mann. Oh, Pilz. Cool. Ah, jetzt bin ich wieder auf den Knopf gekommen, ey. Mann. Ich bin aber doof. Wo ist jetzt der Pfeil hin? Er ist weg. Ach, egal. Weiter. Weiter geht's. Sieht richtig nice aus, ey. Oh, schon wieder. Mann, was soll denn das, ey? Schickt der jetzt hier irgendwo im Baum, ne? Ach. Wir werden bestimmt noch Munition finden oder so. Okay, was haben wir hier? Ressourcen. Und zwei Schuss. Wunderbar. Halt, was haben wir hier? Munition? 6 Schuss Munition? Okay, aber wir haben ja keine Waffe. Wir haben ja eben. Uns fehlt der Rucksack, unsere Waffe. Alles weg. Ich brauche mal einen Rucksack wieder, unbedingt. Keine Heilung, nichts hat man am Start. Oh, schon wieder. Ey, was ist denn los heute, Mercy? Locker bleiben. Okay, Moment. Wo sind wir denn jetzt hier? Warum ist es die Startuhr? Gehen wir mal gucken. Alles total runtergekommen, verlassen. Trötenhaini. So. Nichts Genaues. Okay, wo sind wir denn hier? Moment, wartet mal. Wir gehen nochmal zurück. Da links konnte man da auch noch lang gehen. Ne? Das schauen wir uns mal an da. Hier meine ich. Oh, hier, da im Auto. Pilz. Moment, falsche Taste. Oh. So, okay, 6 Stück. Okay, alles klar. Ganz schön trostlos hier. Mann.
Irgendwie eine Brücke, so eine Art Straße hier. Warte mal, wir gehen mal zurück da, wo wir eben herkamen. Da. Ach, schon wieder, was ist denn das? Ich verballe hier sinnlos diese Pfeile. Bin zu blöde. 14 Schuss, naja gut, kann ich noch verknusen. Beziehungsweise 14 Schuss Reserve und einen in der Armbrust, also 15. Egal. Okay, hier sind auch noch Gebäude. Okidoki. Scheint irgendwie alles verlassen zu sein, oder? Oder werden wir jetzt hier wieder überrascht von irgendwas? Von irgendwem? Wartet, mach ich mal Licht an, so sehe ich besser. Okay, was haben wir hier? Altes Regal, wollte ich gerade sagen. Alten Schrank. Alter Tischi, halt, der hat doch irgendwas angezeigt hier. Hallo? Wo denn? Ich bin doch nicht blöd, der hat doch irgendwas angezeigt. Wusste ich doch da. Mitnehmen, alles mitnehmen. Oh, nochmal zwei Schuss. Das nehmen wir auch mit. Sieht so aus, als wenn das hier mal eine Schule war oder so, oder? Was meint ihr? Sieht mir bald so aus. Okay, schauen wir uns weiter um hier in der Schule. In der vermutlichen Schule. Ja, ja, das sehe ich schon hier. Tische. Kann sein, dass das mal eine Schule war. Oh, was haben wir hier? Verlorener Brief. Lieber Weihnachtsmann. Ich heiße Larissa, bin 8 Jahre alt und war dieses Jahr sehr brav. Ich war kein Feigling. Ich habe 2 Rehe getötet. Okay. Und gehäutet und einen Banditen am Bein verletzt. Oh. Nicht übel. Okidoki. Okay, wo kommen wir hier hin? Gehen wir nochmal diesen Weg. Wir sind die Brüder der Küste. Noch ein Schritt und wir machen dich kalt. Hi, noch ein Schritt und du stirbst. Ja, wenn du also weißt, was gut für dich ist, verschwindest du besser, du Landratte. Und der eine Streuner, den wir heute gefangen haben, war einer... Hi, sei ein braver Hund und verschwinde. Was sind das denn für Idioten? Das sind die Banditen, ne? Alles klar. Irgendwelche Spackos. Mir egal. Kommen wir hier irgendwie runter? Ich will mich hier mal umgucken. Ne? Unbedingt. Okay. Eine Latüchte. Aha. Alles total runtergekommen hier. Mann, Mann, Mann. Halt, der hat doch irgendwas angezeigt. Bin ich jetzt blöd? Moment, Moment. Der hat doch eben hier was angezeigt. Ich bin doch nicht doof. Hallo? Ach, hier mit dem Licht kann man ausmachen. Alles klar. Oh, da oben ist wieder ein Pilz. Wunderbar, den nehmen wir natürlich mit. 3... Chemikalien, okay, 3. Da haben wir schon eine ganze Menge wieder gesammelt. Aber wir brauchen unseren Rucksack wieder unbedingt und unsere Knarre. Obwohl, die Armbrust ist ja auch nicht schlecht. Reicht ja erstmal. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Also, ich wollte dich schon die ganze Zeit fragen, dieser ganze Piratenkram, die Leichen an empfällen. Glaubt ihr wirklich, dass der Lehrmeister das so wollte? Was ist da? Haben die mich jetzt entdeckt? Oh ja, toll. Oh no, weg hier. Weg, 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 weg. Oh nein, jetzt schlagen die auch noch Alarm. Shit. Wo denn? Wie willst du mich denn sehen? Ich bin hier unten. Wo bist du denn? Da oben irgendwo?
Ich kann nämlich von hier aus sehen, ja gut. Moment. Ich gehe hier nochmal lang. Egal jetzt. Oder? Nee, doch nicht. Moment. Doch irgendwie ein bisschen die Hosen voll. Du kommst jetzt besser raus. Wenn er so viel Angst hat, hätte er es sich zweimal überlegen sollen, ob er. Hör, Eindringling, er ist hier. Warum steht da? Ach, verdammt, nee, das wird mir zu heikel. Ich hau erstmal lieber ab. Schau mich hier lieber noch mal ein bisschen um. Kommen wir hier irgendwo hin? Oh, hier, was haben wir denn da? Zack. Nehmen wir doch gleich alles mit. Oh, Pfeile, Ressourcen, alles da. Ein bisschen Loot tut gut. Okay, hier wieder hoch. Hier, den habe ich ganz übersehen eben beim Runtergehen, wa? Oh, 8 Schuss. Nee, Quatsch. 10 Schuss. Alter, nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, Freunde. Hier oben waren wir ja schon. Übersehen haben wir, glaube ich, gar nichts. Hoffe ich doch. Da kommen wir auch nicht weiter. Hier nochmal reingucken in die Schule. Eine Maske. Da kann man. Oh, was mache ich? Mann. Da kann man nicht aufnehmen, die Maske. Okay. Scheiß Deko. ja. Kann ich nicht lesen. Kyrillisch bin ich nicht geübt drin. Tja, Freunde, ich würde sagen, hier machen wir einen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und macht's gut. Ciao, ciao.